Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben einen neuen Auftrag. Und zwar werden wir hier, scheiße, was hat er gesagt? Irgendwie in den Süden latschen? Ne, das ist Osten. Upsa. Wir lesen keine Sklavenvorteil, würde ich sagen. Aber gut, wir werden in diese Richtung flitzen und werden mal Rüds Männer ein bisschen aufmischen. Hey du, Däne, was? Auf ein Wort. Wer? Wo? Hä? Wer denn? Du? Nö, der ist tot. Ach, der da. Aha. Wieder eine Nebenquest, wetten? Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Greve sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Oje. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieh zu den Ruinen nördlich von Castel Buch. Dort sammelt sich die Armee. Na los. Wieder ein bisschen Fischfleisch. Für die Toten. Hast du Mutter gesehen? Oh, du Armer, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Bevor die bösen Männer kamen. Ich wollte gleich zurück sein, doch sie kam nicht. Sie kommt, mein Kleiner. Ganz bestimmt. Wenn du das sagst. Naja. Wir hoffen's. Und zack. Wie weit ist es denn? Doch so weit. Na, egal. Hey. So. Habe ich meine ganze Vorräte aufgefüllt? Ach, da drüben, oder was? Ja. Dann. Ja, ich denke, das ist das. Da werde ich hier jetzt mal rüber. Und da werde ich meine Jungs rufen, dass die mal ein bisschen, ja, mit mir da aufräumen. Ja, genau. So, wie war das? Wann benutzen? Langschiff rufen? Okay, die sind schon mal da. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist, ob ich die so rufen muss. Das weiß ich gar nicht. Aber wir werden sowieso erstmal in diese Sperrzone gehen müssen, bevor ich die rufen kann, dass die hier aufräumen mit mir. Kuningsrast. Heimgesucht von Röds Männern. So, Moment. Bevor der mich da oben sieht. Ich würde ihn gerne in die Luft jagen, aber sobald ich das tue, wissen die anderen, dass wir da sind. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ja. So, jetzt können wir. Auf. Wir kämpfen! Ah. Hoppala. Ach, so einer ist das schon wieder hier. Oh, das ging aber schon ein bisschen einfacher. Achso, das sind meine Jungs. Okay. Du verdienst den Bluter. Den Bluter? Oh ja. Da hätte ich Bock drauf, aber für einen von euch. Das überlebst du nicht. Du Narr. Meinst du? Na, warte. Oh, du kleiner Feigling, du. Oh, oh, ich brenne. Oh. Oje, oje, schnell Wasser, Wasser. Oh Mann. Was ein Scheiß. Verflucht. Das habe ich komplett falsch gemacht. So. Der hier war doch... Ach nee, okay, alles klar. Na, was ist mit dir los, hä? Siehst du, dass du deinen Arsch bewegst, Junge? Oh, der Duck geht mir ja richtig auf die Eier. Aber richtig, richtig so.
Ja. Der haut mal die Jungs hier ganz schlüssig gegen. Au! Verdammtes Feuer! Ja. So. Jetzt wird er erstmal erledigt hier. Na. Ja. Mist! Oh, nicht schon wieder! Gibt's doch einfach nicht! Ich bin schon wieder so schwarz. So, das war doch hier, oder? Nein, nicht mal anfangs. Entschuldigung. So. Ein Augenblick. Na, hier ist kein Essenszeug. Oh, da ist ein Schlüssel. Och, nö, jetzt geht's wieder los. Den Troll werfen wir ins Meer. Autsch. Oh, nicht schon wieder so einer. Aber. Leute, haut mal mit euren Fackeln ab. Ich hab Probleme mit Feuer. Autsch. So, erwischt. Ja. Das habe ich vorhin schon erwartet, aber den Typen hat er nur geköpft. Okay. Achso, Duck hat sich rausgehalten, weil das noch nicht die richtigen Gegner waren, ja? Mhm. Oh nee, da ist Feuer. Da oben ist noch einer. Huch. So, bin mal gespannt, ob ich den erwische. Guten Tag. Aha. Bevor er da runter ist, habe ich ihn schon erledigt. Gibt's da drüben was? Ah, ich werde da mal rüber flitzen. Ja, hier gibt's nur das. Köcher voll. Okay. Was soll ich denn hier? Hoppala. Uhuhu. Ach, hier sind Sachen zum Plündern gewesen. Okay. Ja, noch mehr Kram zum Plündern. Und nu? Hä? Irgendwas muss es hier geben, sonst würde er das nicht so anzeigen, dass man hier hoch kann, hä? Wollen wir mal schauen. Ach, das Hörnchen. Aha. Okay. Rüds Männer sind noch nicht erledigt. Oh, Mama mia. Oh. Okay. Irgendwo sind noch welche. Da hinten, um die Ecke rum. Hä? Warte mal. So, da bin ich. Du willst sterben? Oh nein, nicht schon wieder so einer. Moment, ich mache erst die Tür auf. Ist das so? Oh, hier sind so viele. Mach doch mal die Tür auf. Oh, da kommt ein Schädel. Halla die Waldfee. Ja, jetzt komm mal raus. Hier sind ein paar mehr von uns. Ah, weiter. Kümmert ihr euch mal um den? Ich probier mal. Ach, hier komme ich nicht rein. So. Okay, komm, 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 komm. Da noch einer? Oh, noch so einer von den großen. Also von den schweren. Och, nö. Warte mal. Und tschüss. Oh,
Na kommt, Leute, haut dem mal ein bisschen. Hat er sich gerade geheilt? Okay, na komm. Hau mich, komm schon. Hast du gut gemacht. Oh nein. Stallvater! Hier sind so viele, Alter. Na komm. Greif an. Na, Duck, das hätte aber ruhig ein bisschen früher kommen können. Oh Mann. Ja, komm. Okay, das war nix. Sehr gut. Duck, ein bisschen früher. Komm schon. Ja. Verschwinden wir! Wie? Wirklich alle erledigt? Um die Siegesnachricht zu verbreiten. Oh. Ach, hier hinten. Leider habe ich da jetzt nicht groß mitgewirkt. Stopp. Bevor wir hier in irgendein Horn pusten, da drinne ist noch Schatz. Ich weiß nicht, ob wir den hinterher vielleicht nicht mehr bekommen. Deswegen schauen wir da vorher rein. Oh, was zum Lesen. Klagelied für den königlichen Märtyrer. Hier liegt König Edmund, Vater von East Engla, ein guter und gottesfürchtiger Mann. Möge er in Frieden ruhen, umgeben von den Kindern Gottes bis zum Tag des jüngsten Gerichts, wenn der Staub zur Erde zurückkehrt und die Seele in den Himmel fährt. Gott möge seiner Seele gnädig sein. Edmund. 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 Ah, Moment. Schlüssel. Wer den Schlüssel? Irgendwo ist hier was. Wofür wir einen Schlüssel brauchen. Hier ist irgendwo was. Tralala. Plünder, plünder, plündern. Haben wir getan. So, hier scheint nichts drin zu sein, hm? Ich werde draußen mal unseren Geier losschicken. Strecke deine Flügel, Sühnen. So. Da muss ich bestimmt hin. Tu das mal markieren. Und da ist bestimmt auch... Genau, hierfür brauchte ich bestimmt den Schlüssel. Genau. Ah, noch ein Schatz. Sehr schön. Nichts mehr. Okay, und raus hier. Jetzt haben wir das erledigt. Und dann wollen wir mal ins Horn tuten. Dann springen wir hier nochmal hoch. Ja, hier ist ein bisschen kürzer. Das ganze Weg da drum herum zu rennen. Los, hoch mit dir. Schafft. Es kommt wieder so ein kleines Düt. Wetten? Wie bei Soma. Okay, das... ein bisschen mehr Eindruck hätte das machen können. Bisschen eindrucksvoller. Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Das Horn! Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Ja. Na, endlich! Ich habe mein Versprechen gehalten. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theodfort wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir East Engla vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castell Buch.
erhobenem Stahl. Oh. Da ist irgendwo noch etwas. Aber ich will da mit meinem Reittier hin. Guck mal. Das ist mein Fenrir. Theodfart ist gekommen. Nun sollte ich zu Finn in unserem Vorposten stoßen. Erstmal sammeln wir ein bisschen Nahrung ein. Wir haben nämlich nichts mehr. Und... Welche Wölfe? Oder war ich das selber? Beziehungsweise... Oh nö, nicht der schon wieder. Geh bloß weg. Jo. Schön verfranst. Ja, da gehen wir hin. Wölfe. Okay. Ändert's erledigt. Okay. Da ist ein Schwarzer. Okay, Moment. Oh, hast du mich einfach gebissen, Freundchen? Ja. Das läuft nicht. Weiß nie die Hand, die dich füttert. Wo ist mein Wolf hin? Mein Wolf ist also kein Kämpfer. Mein Wolf ist eine kleine Memme. Dann soll er mal. Oben. Ist da jemand drin? Hallo? Nein. Hier ist niemand drin, aber... Jetzt ist das... 11 oben. Hier kommen wir nicht raus. Zack. So. Ach da, ha? Und tschüss. Warum zeigt ihr mir das denn nicht an? Ja, welcher Knopf ist es denn? Der war es nicht. Okay. Fähigkeiten. Hier unten tut sich was auf. Und was ist das denn? Erzähl mal. Axtsturm, ziel und schleudere eine verheerende Salve von Äxten. Wow. Krass. Dafür nehme ich den weg. Okay, das ist geil. Definitiv. So. Ja, dann machen wir mal wieder. Und alle ab. Sollen wir runter? Ja, ne, machen wir. Ganz einfach. Und der ist ja nicht so tief. Kriegen wir hin. Moment, war hier noch irgendwo was? 161 in die Richtung, ja, schauen wir mal. Ich hier schon mal? Mir kommt's nicht bekannt vor. Egal, jetzt hole ich mir mal da hinten den Schatz. Hoffentlich wird er auch gut bewacht, damit ich was zu tun habe. Dann werden wir zur Quest weiter. Ach nee, das ist das Ding, was hier unten wieder ist, ne? Okay, ja, nee, den habe ich schon mal verpasst. Also, habe ich schon mal probiert zu holen. Nee, das wird nix. Also, ab dahin. Hier zur Welt, genau. Und wir wollen da oben hin? Doch, so weit. Na egal. Wir haben hier genug Schnellreise. So. Ah.
Mal kurz einen kleinen Schluck zur Stärkung trinken hier. Ist das hoch? Da was zum Runterspringen? Ja. Oh Gott. So hoch. Das nehmen wir mit. Ach, da oben war auch noch was, aber nee. Ey, wo willst du denn? Ach so, wir sind voll. Okay. Das akzeptiere ich so. Wow, wow, komm. Ah, ganz brav. Ach so, hier, so war das. Quest-Ziel und los. Ach, ist das nicht schön. Huch, geht zu nah dran. Was? Hä? Ach, die da. Hm. Banane, wir haben zu tun. Das kam aus Elmenheim. Waldes muss dort eingetroffen sein. Die Flotte der Brüder, versammelt und bereit. Endlich kommt mein Langschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzte mich anzusehen, wie es Staub ansetzte. Unsere Schiffe sind stabil, aber nicht so stabil wie die Mauern von Burg. Was haben wir denn hier? Brief eines dänischen Seemanns. Inga, obwohl das große Meer uns trennt, fliegt mein Geist selbst am Vorabend der Schlacht zu dir. Um mich herum schlagen sich meine Mitdänen auf die Brust, bereit vom roten Kriegswein zu kosten. Es war nie mein Wunsch, in der Schlacht zu fallen oder von dir getrennt zu sein. Aber ich kann unsere Kleinen nicht hungern lassen. Sollte ich fallen, so hat Thorfast mir geschworen, diesen Brief und meinen Anteil der Beute über die Wallstraße zu dir zu bringen. Skorri. Ah, Gott, muss Liebe schön sein. Wenn ich groß bin, werde ich auch mal lieben. So, einmal hier rum. Da hinten steht er und pisst in den Wind. Eivor, die Kunde von deinen Taten in Theodfort hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Ja? Männer aus ganz East Anglia strömen herbei und unsere Schiffe sind bereit. Theodforts Grave ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Koningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Ja. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Er ist bestimmt nicht tot. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Ich bin bereit, aber sowas von bereit. Das bin ich. Kastell Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Waldis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüdsmänner abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüdsmänner dürfen sich nicht verschanzen. Mhm. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Na? Ah. Warten Sie eine Ansprache? Sie brauchen ein Wort von dir. Ja. Motivation ist alles. Ja. Oswald war ein Mann, der nicht zögerte, wenn er um einen Gefallen gebeten wurde. Ein starker und gerechter Mann. Ein Mann, der sein Leben für seinen Clan gab. Ehrt ihn am heutigen Tag. Gedenkt seiner und kämpft mit demselben Mut, den er auch zeigte. Für Oswald! Oswald! Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Anglia von Röds Clan. Ein für alle Mal. Ja. Und ich schätze, Röd und Oswald sind da drinne. Aber mir gehen die Worte der Serie nicht aus dem Kopf, dass er Sigurd verraten würde. Wie? Warum? Er liebt seinen Bruder. Oh Gott, diese Dinger, wie ich die hasse. So, genug meditiert, los geht's.
erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume, Leben. Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Ja, Ramme Castelburg. Ja, machen wir. Ich kann nichts drücken, also hier ist... Ne? Ich reite das flammende Seos gegen einen Wald aus Speer. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu wehren. Ich sehe da vorne schon die Lichter. Die Lichter der Stadt. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Boah. Schönes Gewitter. Was? Dreht der Erste da vorne schon um, oder was? Wir wurden entdeckt. Ruhig! Kurs halten! Oh Gott, hoffentlich klappt das auch. Seid bereit, in Deckung zu gehen, Männer. Wir bringen Helheim zu unseren Feinden. Wie schön! Sie senden uns ein paar fliegende Geschenke. Pfeile! Bei Odin Pass! Mögen seine Schildmeiden sie schnell holen. Okay. Da kommt's. Da schießen sie auf die. Au, au, ui. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Der hat ja doch mich erwischt, oder was? Wie hat er das geschafft? Haltet die Schildarme locker! Ah, ja. Haltet euch fest! Bereit zum Aufprall! Festhalten! Was für ein Aufprall? Das dauert noch 20 Kilometer. Ah! Aber die verbrennen wir nicht vorher schon hier. Jetzt! Boah, Eivor ist sehr schnell. Der schwimmt schneller als ein Schiff. Wow. Ah. Ja. Der erste von uns sind schon gefallen. So ein Mist. Ja. Yep. Tun wir das mal tun. Wenn der tot ist. So. Macht ihr das mal? Ich helfe hier mal mit. Und. Das sind aber nicht unsere Leute da. Und Attacke. Oh, der war gut. Der war richtig gut. In Deckung gehen? Vor wem? Ja, noch passiert nichts. Attacke! Ja, einmal noch, dann haben wir es geschafft. Und vor! Immer noch nicht. Okay, noch ein bisschen. Zurück! Und vor! Zack, 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 zack. So, das Ding ist gefallen. Hoppala. So, erledigt. So, die paar killen wir hier noch. So, da will ich nicht rein. Erstmal so. Okay, ich stelle mich mal kurz hier hinten in Sicherheit, weil diese Folge an dieser Stelle beendet ist, meine Freunde. Wir machen in der nächsten Folge hier weiter, knacken das Tor da hinten und da werden wir Rüths Männer mal ordentlich den Marsch blasen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, genießt was ihr habt und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut!